Hey Leute, YouTuber sind ja dafür bekannt, sich hier und da mal etwas zu gönnen. Aber von diesen absurden Einkäufen deutscher YouTuber habt ihr bestimmt noch nie gehört. Und eins ist eh klar, die meisten YouTuber wollen eher bescheiden wirken und protzen daher eher nicht so gerne mit ihren millionenteuren Einkäufen. Doch heute decken wir das Ganze auf und wenn ihr das feiert, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, damit wir Bescheid wissen. Aber jetzt geht's erstmal los. Fangen wir an mit der Nummer 8. Ich denke mal, die meisten von euch werden ja wissen, dass Montana Black ein wahrer Autofanatiker ist. So ist es auch kein Wunder, dass er mittlerweile einen ganzen Fuhrpark sein eigen nennen darf. Doch Monte wäre nicht Monte, wenn es sich dabei nur um ganz normale Autos handeln würde. Nein, wer eine goldene Rolex und eine goldene Kette trägt, der braucht natürlich auch, na, goldene Autos. Ja Leute, es ist wahr, Monte hat mittlerweile einen Fuhrpark von 9 komplett vergoldeten Autos. Machen wir weiter mit der Nummer 7. Der Name der YouTuber-Gruppe ApeCrime kommt ja nicht aus dem Nichts. André, Jeng und Jan sind Affenliebhaber und dieses Jahr war für sie vermutlich eines der schönsten ihrer YouTube-Geschichte. Ja Leute, es ist wahr, die drei haben sich tatsächlich einen echten Affen gekauft. Das hier ist Gunther und der kommt ursprünglich aus dem Regenwald. Die Apes haben ihn vor einer Planiermaschine gerettet und nun wohnt Gunther dauerhaft in der Ape-WG. Aus den drei Affen wurden somit 4 und wir können uns vermutlich in Zukunft auf sehr lustige Videos mit Gunther freuen. Kommen wir zur Nummer 6. Torge Ulrich, auch als Fresh Torge bekannt, produziert seit Jahren Comedy-Videos auf seinem YouTube-Kanal mit über 2,8 Millionen Abonnenten. Der gebürtige Wesselburer wohnt in Wesselburen, einem kleinen Ort an der Nordsee. Ja, sehr bescheiden, möchte man denken, aber was viele nicht wissen, Fresh Torge hat sich letztes Jahr eine dicke, fette Yacht gegönnt. Damit fährt er regelmäßig raus aufs Meer und besucht seine Lieblingsländer Frankreich und Großbritannien. Und ja Leute, ich meine, ihr könnt es euch vermutlich schon denken, aber es ist auf jeden Fall jedes Mal ein Highlight, wenn Torge mit seiner XXL-Yacht im Hafen von Edinburgh einfährt. Und, okay. You really have to be, I did it mit Absicht, because I want... Machen wir weiter mit der Nummer 5. Bibi und Julian bekommen endlich ihr Kind und sind in ihr neues Haus gezogen. Was viele aber nicht wissen, dass ihr Wohnsitz in Deutschland nicht ihr einziges Anwesen ist. Die beiden haben neben dem neuen Haus auch noch 2 Apartments in LA und New York und ein super schönes Anwesen in Dubai. Tja Leute, in so einem Luxusleben wird sich das Bibi-Baby vermutlich sehr wohlfühlen und die beiden frisch gewordenen Eltern sorgen wirklich dafür, dass es ihm an nichts mangelt. Machen wir weiter mit der Nummer 4. Felix von der Laden ist ja immer, wirklich immer auf Reisen und da wundert es uns natürlich nicht, dass ihm die Flugkosten langsam zu Kopf steigen. Felix hat dem Ganzen jetzt ein Ende bereitet und nach einem eigenen Haus auch in einen eigenen Privatjet investiert. Ganz nach dem Motto klein aber fein bietet der Jet genug Platz für sein ganzes Team, hat eine Minibar und ein Dolby Atmos Entertainment System. Auf jeden Fall Glückwunsch für diesen Kauf und vielleicht dürfen wir ja irgendwann mal mitfliegen, wer weiß. Machen wir weiter mit der Nummer 3. Auch Tanzverbot hat sich dieses Jahr etwas ganz Exklusives gegönnt, doch dafür müssen wir erstmal ein bisschen ausholen. Tanzi hat bereits im letzten Jahr bei verschiedenen Lieferdiensten angefragt, ob sie für ihn einen goldenen Burger herstellen können. Aus echtem Gold, aber dennoch essbar. Und das Krasse ist, während der Entwicklung sind tatsächlich 3 von 4 Lieferdiensten pleite gegangen, aber der 4. und letzte, der hat's dann geschafft. Der Burger ist nun endlich fertig und kann nun so oft bestellt werden, wie Tanzverbot es möchte. Wir haben gehört, dass er in den letzten 3 Wochen bereits über 100 goldene Burger bestellt hat und dabei über 160.000 Euro ausgegeben hat. Einfach nur unfassbar. Und wir sind fast am Ende mit der Nummer 2 und Julian Bam. Nach der Fertigstellung des Pools hat sich der Wellness-Freak etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Der Pool wurde vor einigen Tagen endlich final mit Wasser befüllt. Doch wer jetzt denkt, dass Julian dafür nur ganz normales Leitungswasser genommen hat, der hat sich getäuscht. Julian Bam hat seine Wellness-Kontakte spielen lassen und Eis aus dem Himalaya importiert. Besonders wichtig war ihm dabei, dass das Eis erst im Pool geschmolzen wird und während des gesamten Transportes bei minus 30 Grad gekühlt wird. Ein ziemliches Unterfangen, aber gesagt, getan. Vor einigen Tagen kam dann das Eis endlich an, mittlerweile ist es sogar schon geschmolzen und der Poolspaß kann endlich beginnen. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Apo Red wirkt ja immer ein kleines bisschen selbstverliebt und so wundert es uns auch nicht, dass sein neuester Kauf etwas mit ihm selbst zu tun hat. So hat Red die Spielzeugfirma Schleich mit einer Sonderproduktion beauftragt, die dafür bekannt ist, handbemalte Figuren herzustellen. Er orderte also kurzerhand eine Figur von sich selbst aus echtem Gold. Ja Leute, auf so viel Selbstverliebtheit muss man erstmal klarkommen. Was haltet ihr davon und hättet ihr auch gerne eine goldene Figur von euch selbst? Schreibt's doch mal unten in die Kommentare, wir sind gespannt. Kurzes Update, mittlerweile erreichen uns sogar Bilder aus der ganzen Welt von ApoRed Statue. Was hat er bloß vor?